Vorsicht, hier muss man ja aufpassen. Hier fliegen ständig Kanonenkugeln herum. Ja, aber die da oben, die fliegt Gott sei Dank niemandem mehr um die Ohren. Aber wie ist sie dann in die Mauer gekommen? Darüber erzählen sich die Braunschweiger seit vielen hundert Jahren dolle Geschichten. Zwei davon erzähle ich euch gerne. Hinweise auf die erste Geschichte befindet sich direkt unter der Kanonenkugel. Könnt ihr lesen, was da steht? Dort steht 20. August 1615. Ganz richtig. Schaut euch das mal an. Die Stadt Braunschweig wurde zu verschiedenen Zeiten immer wieder einmal von ihren regierenden Herzögen angegriffen. So auch 1615. Die Artillerie des 17. Jahrhunderts war aber definitiv nicht in der Lage, von außerhalb der Stadtmauer bis zum Dom zu feuern. Gern wird erzählt, dass die Kugel im Dom von einer Kanone auf dem Nussberg abgeschossen wurde. Die Luftlinie zwischen den beiden Punkten beträgt aber mehr als 3000 Meter. Und das konnten die Kanonen von damals auf keinen Fall bewältigen. Der zweite sagenhafte Abschusspunkt soll der Giersberg gewesen sein. Aber auch der Giersberg ist viel zu weit weg vom Dom. Und die Kanonen konnten damals wirklich nicht so weit schießen? Manche schon. Oder man versuchte es mit Steilschüssen. Sprich, man nimmt die Kanone, richtet sie eigentlich in den Himmel, schießt die Kanonenkugel ab, die im hohen Bogen über die Stadtmauer fliegt und auf der anderen Seite zu Boden geht. Aber auch da stimmt der Winkel nicht, um so in den Dom einzuschlagen, wie uns das diese Kugel hier zeigen will. Was übrigens auch ganz interessant ist, sind Kanonenkugeln wie diese, ähnlich wie der da oben in der Wand des Braunschweiger Doms. Diesen Kanonenkugeln wird ein durchschlagender Effekt nachgesagt. Sprich, entweder sie schlagen durch die Wand und sind drin, oder sie prallen von ihr ab. Dann fallen sie einfach runter. Aber stecken bleiben wird eine Kanonenkugel nie. Also ist zu vermuten, dass die Kugel, die hier oben im Braunschweiger Dom in der Wand steckt, niemals eingeschlagen ist, geschweige denn durchgeschlagen. Also ist eher zu vermuten, dass die Kanonenkugel, die wir hier in der Apsis des Braunschweiger Doms in der Wand haben, niemals durchgeschlagen ist, sondern vielmehr runterfiel und erst im Nachgang zur Erinnerung an die Belagerung im August 1615 dort befestigt wurde. Und was ist eigentlich mit dem eingravierten Datum? Am 20. August 1615 war die stärkste Belagerung durch die Braunschweiger Herzöge und um ein Haar hätten sie ihre Stadt zurückerobert. Aber wer weiß, vielleicht ist die Kanonenkugel hier am Braunschweiger Dom ja doch geflogen. Ich bringe mich mal in Sicherheit.